ein Wunderring. Ihr werdet euch noch wundern, was dieser Wunderring alles wundern kann. Ja, okay. Ganz raus wollen wir jetzt nicht wieder. Ja, komm, lass gut sein. Ich will wieder nach oben. Ist gut, ich habe das, was ich wollte. Telefon. Ja, und jemand anderes wollte auch gerade was von mir. Richte mir, glaube ich, echt noch irgendwann einen Anrufbeantworter ein. Nee, jetzt nicht. Bin am Spielen. Obwohl, den müsste ich dann eigentlich immer anhaben. Weil ich zock ja auch noch neben den Let's Plays einiges. Aber nein. Zuerst geht das normale Telefon, dann klingelt das Handy. Super. Schön, wenn man irgendwie ständig unterbrochen wird, nächstes Mal. Nee, aber. Was will man machen, ne? Man kann ja nicht ständig sagen, ruf mich jetzt nicht an. Nee, will jetzt nicht mit dir reden. Geh weg, du Arschlochkind. Geht ja auch nicht. Stein. War ich hier eigentlich schon? Ja, das ist wieder ein Pferdchen. Hottehöhe. Ach ja, da. Ja, ist okay. Oh, ich hab doch gesagt. Okay, anscheinend ist es für das Pferd nicht okay. Es möchte uns nicht loslassen. Deswegen wird's umgehauen. Vielleicht lernt es dann. Geh mir aus dem Weg, ich hau dich um. So. Tschüss. Hau, hau. Hast du davon? Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf, Treppe rauf, Leiter rauf, Leiter rauf. Bin ich jetzt hier bei? Ja, hier waren wir eben schon. Da war ja nichts weiter, oder? Unseren guten Schlüssel haben wir. Ja, den guten Schlüssel haben wir. Jetzt nehme ich nicht wieder den Porter eins runter, sondern... Ihr scheiß Pferdchen, wirklich. Sind wir hier auf Barbies Ponyhof oder wo? Nee, wenn wir da wären, dann wäre ich nicht hier. Wo ist denn? Ganz unten die verschlossene Tür vielleicht. Ja, jetzt müssen wir doch ein Erdgeschoss. Wenn wir uns doch so müssen porten. Ja, scheiße. So, und da wären wir im Erdgeschoss. Nein, ihr habt kein Déjà-vu. Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Es war Absicht, dass ich wieder hierher bin, denn da ist noch eine zu eine Tür. Und da müssen wir durch. Ansonsten können wir hier nicht weiter. Und ich höre jetzt auf, so bekloppt zu reden. Davon bekomme ich nämlich leichte Anfälle. Und Anfälle von Wahnsinn. Dafür ist es noch zu früh am Morgen. Die kommen erst so um die Mittagszeit. Ja. Oder so gegen Abend. Je nachdem. Je nach Jahreszeit. Ich muss mich mal eben heilen. Und wenn ich gerade schon hier bin, die Kapselmonster haben schon länger nichts mehr zu fressen bekommen. Gut. Aber auch nur, weil ich nicht das habe, was die verwöhnten kleinen Viecher fressen wollen. Deswegen gibt's nichts mehr. Tut mir auch gar nicht leid. Oh, eine Treppe. Hallo, Treppe. Im zweiten Stock sind wir jetzt schon. Da waren wir eben schon. Allerdings auf der anderen Seite. Schauen wir uns mal um. Oder? Fiedeldumm, fiedeldumm. Gehen durch die Tür. Und rennen ein Pferd rein. In zwei Pferde sogar. Ja. Dann rennen wir mal vor den Pferdchen weg, oder?
Allerdings. In der Sackgasse. So rennt man nicht weg. Nein, nein, nein. So rennt man nicht weg vor den Pferden, aber so haut man so kaputt. Man sieht kaputt. Ich finde die Musik hier einfach herrlich. Schön. Oder? Ah ja. Oh, Kiste. Kiste? Wie komme ich da rüber? Das ist eine Kiste. Ich will die Kiste haben. Ich will die Kiste haben. Kann ich mich an Stacheln rüberziehen? Versuchen wir es mal. Kiste! Kiste! Ich wollte doch an die Kiste. Ich von der anderen Seite, oder wie? Das kennen wir ja schon, oder? Irgendwelche Risse. Mit denen wir dann uns dann einen Weg frei bomben können. Ah, okay. Schon verstanden. Dankeschön. Danke, liebes Spiel. Du lässt mich erst durch den Boden fallen. Damit ich danach erstmal wieder nach oben muss. Und dort. Du lässt mich nach oben fallen? Habe ich tatsächlich gesagt, du lässt mich nach oben fallen? Oh, ja. Nach unten wollte ich eigentlich sagen, aber... Die Schwerkraft ist mir egal. Ich falle auch nach oben. Hier und genau. Jetzt einmal hier. Hey, der Bienenstein. So, ich glaube, diese Kiste hätten wir ansonsten verpasst. Wären wir jetzt nicht da oben durchgefallen. Aber nur ein kleines Bienensteinchen. Das war den Aufwand nicht so richtig wert, aber gut. Wird halt Monsterfutter, wenn es nicht mehr anders geht. Oh, ein Fetzer. Ja, der sieht ja mal, Achtung, flacher Wortwitz, fetzig aus. Oder der fetzige Fetzer. Na, war schlecht, ich weiß. War sehr schlecht, aber ja. Ist ja schon gut, ne? Gute Witze kann man von mir heute Morgen nicht erwarten. Der Dungeon ist ja noch. Speicherpunkt! Nee, Leben! Nee, genau andersrum. Mana! Leben! Speicherpunkt! Kurze Pause! So, und wieder weiter geht's. Leben Auffüllpunkt, Mana Auffüllpunkt, Speicherpunkt. Das heißt, wenn man das Spiel mittlerweile kennt, und das tun wir nach. Laut Spielstand 25 Stunden. Kommt hinter dieser Tür wieder etwas Größeres. Nordleuchtturm, Stock 4. Bin mal gespannt, was das sein wird. Werden wir unser Baby zurückbekommen? Müssen wir erst noch ein paar bösen Buben ordentlich mal den Arsch versohlen? Verdient hätten sie es ja.